Hallo alle miteinander, mein Name ist Elisabeth Fuchs. Herzlich willkommen zum ersten Drumset-Tutorial, das mit Basteln beginnt. Wir suchen uns jetzt unsere Teile fürs Drumset, die finden wir alle zu Hause. Okay, ich marschiere dann mal los. Das ist mein kleines Drumset, bestehend aus der großen Trommel, dem Becken, das ist aus der Küche ein Deckel, angebunden mit einem kleinen Faden und einem Stecken aus dem Garten und mit Büchern beschwert, sodass er in der richtigen Höhe rübersteht. Ich habe das jetzt mal so gelöst und dann dachte ich, die kleine Trommel, ich dachte, da würde reichen, wenn ich einen kleinen Karton nehme. Aber der kleine Karton reicht nicht. Deswegen werde ich jetzt eine kleine Trommel basteln. Ich habe ein bisschen probiert. Ich nehme einen Behälter aus der Küche, aus Plastik. Dann braucht man noch einen Plastikdeckel, der hier Platz hat, damit Steine reingehen. Und ich habe Alufolie geholt aus der Küche. Die Alufolie, die mache ich jetzt hier rauf. Dazu kleine Kieselsteine aus dem Garten, gemischt mit Reiskörner. Da könnt ihr selbst variieren, entweder mehr Steine, mehr Reiskörner, wie ihr wollt. Aber man hört schon so, dass es rasselt. Denn das Besondere an der kleinen Trommel, die im Englischen Snare Drum genannt wird, ist, dass sie so eine Schnarrseite drauf hat und diese müssen wir uns basteln, die Schnarrseite. Kleben wir das noch an mit einem sehr, sehr guten großen Klebeband. Das ist ein Stoffklebeband, aber es gehen auch andere. Und in die Mitte auch noch ein Klebeband drüber, damit es nicht sofort kaputt geht. Schauen wir mal. Klingt schon viel besser. Okay. Schauen wir mal. Okay, funktioniert fast. Was noch fehlt, ist die Fußmaschine für die Basstrommel und eine Beschwerung, damit die Basstrommel nicht wegrutscht. Die Fußmaschine gehe ich jetzt basteln und was da rauskommt, seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Tschüss.